So, dann wollen wir uns mal der Karawane anschließen. Die ist außerhalb vom Wegekreuz. Oder hier vorne. Lokta. Los geht's. Kraft. Muss ich da wieder aufsitzen? Ja. So langsam. Warum sind wir eigentlich da hochgeritten und haben den Flugpunkt geholt? Wenn wir eh mit einer Karawane hin müssen. Ein bisschen zu langsam. Nicht holprig, sondern langsam. Hier mache ich mal zu. Züchten die Kodos selbst und bilden sie aus. Wie viel wird so ein Ding wiegen? 300 Kilo bis 500 Kilo. Hier machen wir jetzt eine Pause. Weiß ich nicht. So. Hallo. Zug, Zug. Rettet den Konvoi von Morshahn. Rettet Balgor Da. Peitschenschwinger. Muss jetzt da hoch. Ich weiß es nicht, ob ich da hoch muss oder ob ich hier vorne hin muss. Wir gehen mal hier hoch. Ja, du kannst mich mal. Glutnebelgipfel. Wir müssen auf die andere Seite. Aber bitte dann keine Begleitquest. So, hier drüben. Was braucht ihr? Bringt die Dämonensaat in euren Besitz. Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Auch noch ein Silberelite. Was macht der denn hier? Alter. So, wir müssen jetzt da rein. Und müssen hier Xelnatz killen. So. Einsammeln. Und die Karawane ist weg. Heißt, wir können jetzt schön wieder nach unten. Und unten die Quest abgeben. Abkürzung. Ja. Das überleben wir schon. Das sind ja nicht so große Stufen jetzt. Was kann ich für euch tun? Bitteschön. Bringt den Konvoi von Morshahn durch. Verteidigt den Konvoi von Seid Morshahn. sicher. Wo ist er denn? Da drüben.
Sprecht mit. Ah ja. Raus damit. Bereit zum Aufbruch. Jetzt wieder hinten drauf, wahrscheinlich umgedreht wieder. Ja. So, was haben wir hier jetzt? Spiralbeschuss. Ein mächtiger Raketenangriff, der Lufteinheiten abschießt. Okay. So eine geile Waffe, die wir hier haben. Ich habe kein Ziel. So, dann reiten wir mal so. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Alter, wie viel kommen denn da noch? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, ist gut. Ich hab's mitgekriegt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Sind wir bald da? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ah, wir sind da, Gott sei Dank. Wir haben es hierher geschafft. Sehr schön. Was braucht so. Das Handschuhe anziehen. Und wir haben das Brachland komplett durchgequestet. Diese Quests, die jetzt kommen, sind für das Eschental. Ja, machen wir im Eschental weiter. Die Verteidigung von Morshahn. Katrak beim Schutzwall von Morshahn will, dass ihr 5 Scharmützel des Eschentals und 5 Bogenschützen des Eschentals tötet. Findet Gorath. Katrak am Schutzwall von Morshahn will, dass ihr die Gegend um den Himmelsturzsee herum nach Gorath absucht. Zieht in Ehren. Seid gegrüßt. Leere Köcher. Truhn im Schutzwall von Morshahn verlangt von euch 10 brauchbare Pfeile in der Umgebung des Himmelsturzsees einzusammeln. Geht in Frieden. Und hier drüben. Rettet die Gefallenen. Verwendet die heilkräftige Salbe bei 5 verletzten Verteidigern von Morshahn. Mögen die Vorfahren euch schützen. Also gut, Quests gekriegt. So. Da ist ein Bogenschütze. Da kommt ein Scharmützel. Ah, zu langsam. Ich muss mal hier raus. Hier, komm mal her. Ich habe hier was Schönes für dich. Ja, so kann man das auch machen. Komm, wir gehen jetzt hier rein und gucken, was wir hier drin killen können. Dauert mir zu lang da drin.
Da vorne. So, Scharmützel. Haben wir 3. Also zu Klassikzeiten war es Eschental fast ausschließlich Allianz-Questgebiet. Das ist erst mit Kataklysm zum Horde-Questgebiet geworden. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch Großquests für die Allianz gibt. Was führt euch hierher? Da, diese Salbe führt mich hierher. So, wir brauchen jetzt noch ein Scharmützel und 2 Verteidiger hier. Ihr wollt sprechen? So, wo ist jetzt noch einer? Da vorne. Und Pfeile brauchen wir auch noch. Da vorne sehe ich einen. Und Ehre. So, bitteschön. Hier drüben gibt es eine Menge Pfeile. Die können wir alle einsammeln. Am besten ohne, dass wir kämpfen müssen. Was ich nicht glaube. Komm, den hier mache ich platt. Du bist auch im Weg. So, 3 Pfeile brauchen wir noch. Hier sehe ich 2, 3, 4. Okay. Eins. 2, 3. So, und wo ist der andere? Der ist da drüben. Den wir da finden sollen. Schön hier durch. Ihr seht mich nicht. Der ist tot. Nee, der lebt. Beenden. Abschlussbericht. Gorak will, dass ihr Piolo mit Goraks Blut zu Katrak beim Schutzball von Morshahn bringt. Und jetzt ist er tot. Ich will mal kurz gucken, was hier drüben für Kräuter sind. Wilddornrose immer noch. Okay. So, dann geht's zurück. Und alle 4 Quests abgeben. Und dann war es das auch schon wieder für heute. Ja, das Nervigste war die Karawanenbegleitung. So. Verteidigung von Morshahn. Beenden. Piole mit Blut. Beenden. Level up. Sehr schön. Wir sind jetzt 28. Urfuror. Wenn ihr
mit einem Angriff, der einen Kombopunkt erzeugt, einen kritischen Treffer erzielt, gewinnt ihr einen zusätzlichen Kombopunkt hinzu. Das ist sehr schön. So, wir geben erstmal die Quests ab und dann nehmen wir neue an. Beenden. Hier drüben. Mögen euch die Winde leiten. Schlechter als die, die wir haben. So. Die nehmen wir morgen an.